meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Master. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema die 1.16. Sie ist da, sie hat es geschafft. Sie ist online, die 1.16 Minecraft-Version. Heftig geil. Ich habe noch nicht so viel gesehen, bis auf den Startbildschirm. Also ich gehe jetzt auch mit euch das erste Mal in das ganze Erlebnis. Ich will es mit euch ganz kurz mal entdecken in der Einzelspielerwelt. Und würde sagen, starten wir direkt Minecraft. No way. Das ist ja ein Nether-Update. Oh mein Gott, ich muss unbedingt in den Nether. Oh mein Gott, Leute, sieht das episch aus. Das sieht so episch aus. Also wenn es wirklich dieses blaue Feuer da unten gibt, ne, dann raste ich aus, Alter. Lol. Alter, das ist ja so krank. Hier, oh mein Gott, links hier unten. Alter, Leute, ich würde sagen, wir starten direkt mit der Einzelspielerwelt. Wir gehen rein, neue Welt erstellen. Wir nennen die ganze Welt mal 1.16. Spielmodus kreativ machen wir, damit wir das so ein bisschen besser erkunden können. Weitere Optionen, Cheat zu erlauben, können wir anmachen. Schwierigkeit normal. Ja, auf jeden Fall normal. Und dann würde ich sagen, neue Welt erstellen. Ich weiß nicht, wie es jetzt im Moment aussieht. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ich hoffe, es ruckelt nicht. Ich weiß es nicht, dazu kann ich nichts sagen. Also auf jeden Fall, das ist so geblieben wie vorher, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Ich finde das eigentlich immer ganz cool, dieses, wie sich das dann so aufbaut. Und ja, ich bin richtig hyped auf dieses Update. Ich habe richtig Bock. Und es kam mir jetzt nicht zugute, weil ich wusste nicht, was ich heute Morgen aufnehmen soll. Und da dachte ich, nehme ich einfach mal die 1.16 auf. Weil ich war heute Morgen auf der Piste, sondern da hatte ich gesehen, dass jemand geschrieben hatte. Jetzt bin ich in der 1.16. Und da dachte ich, gucke ich mal. Und die neueste Vollversion 1.16. Und da dachte ich, yeah, Mann. Jetzt habe ich was zum Aufnehmen. Deswegen spielen wir jetzt in der 1.16. Also das Laden ging schon mal schneller. So, okay, alles klar. Ja, moin. Es ruckelt einfach nicht so stark. Ich hätte jetzt gedacht, es ruckelt stärker, aber es ruckelt überhaupt nicht stark. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Mein Skin ist auch noch komplett da, alles drüber und dran. Wie sieht mein Rücken aus? Ja, alles gut. So, und dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt erstmal hier so ein bisschen um. Hat sich hier bei den Biomen irgendwas verändert, bei den Bäumen? Man weiß ja nicht. Ne, ich gucke das jetzt einfach nur noch so mal drüber, so ob es vielleicht irgendwas Neues gibt. Einmal nur ganz kurz hier. Alles klar, hier ist einfach so ein schwebender Berg. Wer kennt es nicht? Hier sind noch alle alten Sachen von Minecraft. Die kennt man auch noch alle. Die Hühner, also das Sumpfgebiet. Dann gibt es hier die Schafe und den Kürbis. Und ja. Hier hat sich, glaube ich, jetzt nicht so viel verändert, weil es soll ja auch ein reines Nether-Update sein. Also wir gucken mal in den Nether rein. Ich werde dieses Video nicht so viel schneiden, weil ich sehr viel erzählen werde über die 1.16. Also was heißt viel erzählen werde? Ich will es ja mit euch entdecken, also werde ich auch sehr viel sprechen. Und da sehe ich direkt, oh mein Gott, neue Blöcke. Oh mein Gott, neue Blöcke. Geschälter Karmis in Stiel. What? Karmesinstiel. Karmesinstiel. Was ist das? Wirrstiel. What? Diese Blöcke sehen einfach mal 10-mal geiler aus als die anderen. Leute, guckt euch das an. Wenn ich jetzt hier auch so ein Haus bauen würde, das sieht ja so nice aus. Oh mein Gott, diese Farbe, Alter. Diese Farbe, Junge. Ich feiere die Farbe mehr als alles andere. Leute, diese Farbe. Diese Farbe, die ist einfach nur geil. Leute, guckt euch diese Farbe an. Und man kann damit so geile Sachen bauen. Oh, wartet mal. Guck mal. Jetzt baue ich hier nicht einfach so einen Kreis, sondern ich mache jetzt innen noch so. Und es kontrastiert halt so übel geil, Leute. Guckt euch das an. Diese Blöcke, Junge. Was ist das? Wirrennäzel und Karmesinnäzel, keine Ahnung. Lol. Als ob. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze im Nether an, weil ich glaube, es ist alles für den... Obwohl, nee, wir gucken uns erstmal hier die ganzen Blöcke an. Also auf jeden Fall, hier haben wir schon mal das. Jo, nochmal hier so Blöcke so. Okay, ich glaube, das war es erstmal bei den Blöcken jetzt von den Updates her. Ansonsten hat sich hier, glaube ich, nichts verändert, außer genau jetzt Wirrwarzenblock. Den gibt es jetzt so. Okay. Oh mein Gott, was ist das? Weinender Ob... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was sind das für Blöcke? Ne, muss ich alle ins Inventar nehmen. Was ist das, Alter? Das ist halt... Ihr müsst wissen, das ist ein reines Nether-Update. Das ist ein reines... Ich habe gehört, das ist ein reines Nether-Update. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Schwarzstein.
Das soll wahrscheinlich so Kohle darstellen oder so. Warte, gibt es jetzt auch neue Fortschritte oder so? Oh mein Gott, Alter, dieses Update, Alter, Junge. Guckt euch diese Blöcke an. Guckt sie euch einfach mal an. Damit kannst du so geile Sachen bauen. Oh mein Gott, Alter, ich habe mich verliebt in diese Steine. Soll es irgendwann mal sowas... Alter, Junge. Es ist einfach viel zu krass. Viel zu krass. So, Leute, ich glaube, ich beende das Video hiermit. Ich baue jetzt hier so ein bisschen meine Hut. Mein Scherz. Aber es ist so geil einfach. Es ist zu geil. Es ist einfach so krank. So krank ist das. Oh mein Gott, Alter. Ja, moin. Und es sieht einfach so geil aus. Alter, ich habe mich so hart verliebt, ne? Ich habe mich verliebt. So. So, da muss man wieder runterbauen. Aber auf jeden Fall, es sieht so geil aus. So, Leute, dann bauen wir hier. Ich will jetzt mein Construct auch zu Ende bauen. So. Jetzt sieht's gut aus. Das ist eigentlich nicht, aber egal. So, Leute, jetzt bauen wir noch hier eben gerade unser Construct zu Ende. Lass jetzt. So. So. So, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich bauen wollte. Also, es sieht halt so krank geil aus, die neuen Blöcke. Antiker Schrott. Oh mein Gott. Das ist antiker Schrott. Leute, also so ein Teil wird wahrscheinlich auf OP-Sucht sehr viel wert sein, glaube ich. Weil ich weiß nicht, aus was man das craftet. Kann ich mal für ein Video zu machen oder so. Wahrscheinlich werden wir auch auf Sachen stoßen, jetzt gleich im Inventar. Wie man das craftet, ne? Oh mein Gott, Alter. Das ist weinender Obsidian. Natürlich! Natürlich sind hier Tropfen. Oh mein Gott. Warte mal. Das ist jetzt ganz weit hergeholt. Aber könnte man den vielleicht weinen hören? Okay, das hört man nicht. Aber das ist auch nicht so schlimm. Oh mein Gott, Alter. Es gibt so... Warte mal. Aber die Spielsounds, die muss ich, glaube ich, anlassen. Weil wir werden wahrscheinlich auch auf ein paar neue Geräusche stoßen. Kann ja sein. Auf jeden Fall sieht das hier... Übel krank aus. Übel. Oh Mist. So. Sieht halt übel krank aus. So, wir nehmen die ganzen Blöcke jetzt mal wieder ins Inventar. Das heißt, das hier haben wir jetzt schon mal erkundet. Hier, diese ganzen neuen Blöcke hier. Also ich glaube, ich habe jetzt auch nichts übersehen. Ich gucke jetzt nochmal. Weil dann switchen wir rüber zum nächsten Teil. Ich bin so hyped, ne? Oh mein Gott. Zwirbelranken, die nehmen wir uns ins Inventar. Trauerranken? Was? Trauerranken? Was? Nethersprossen? Wirrwurzeln? Wirrpilz? Und Karmesinpilz? Und Karmesinwurzel? What? What? Es gibt eine Kette. No way. Es gibt eine Kette. Es gibt einfach eine Kette. Es gibt eine Kette. Nicht im Ernst. Ne. Seelenver... Oh mein Gott. Alter, da muss ich gleich mal was gucken. Aber ganz dringend. Aber ganz dringend, Leute. Jetzt gibt es hier sogar auch noch Mauern von. Sonst noch hier irgendwas? Ich guck jetzt mal. Ich glaube, diese eine Sache soll ein Anspiel auf dieses schwarz glasierte Keramik sein. Weil das sieht so ein bisschen ähnlich aus. Okay, ich werde gleich auch nochmal gucken, ob es irgendwelche neuen Spawnings gibt. Das Seelenlager vor... Oh mein Gott, ich habe gerade was gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Seelenanker? Warte, Seelenanker? Leitsteine? Seelenlaterne? Das ist alles voll so mega so Zauberei und so ist das hier, das Update. So Nether halt. Okay, wir müssen gleich in den Nether. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ich glaube, ich gucke mir jetzt auch nicht alles an. Ich will mir die meisten Sachen noch im Nether angucken. Wir gucken uns jetzt mal die paar Sachen hier an. Lol, das kann man auch richtig gut so in die Wohnung einbauen. Der Pilz. Ja, moin. So sieht einfach der Pilz aus. Hier der andere Pilz. Die Pilze. Wie sehen die Ranken aus? Was ich halt so geil finde. Die gehen halt so ineinander, ne? Kann man jetzt hier hoch?
Man kann hier hoch. Natürlich. Das sieht ja mega geil aus. Also wenn ich so ein Haus auf Pesos hätte und die haben das jetzt eingeführt, meine ich, dann würde ich das direkt nutzen, Alter. Ich würde es direkt nutzen. Ja, moin. Alles klar. So, jetzt muss ich aber mal die Kette ausprobieren. Nein. Wie funktioniert die Kette? Funktioniert die so ähnlich wie ein Seil? Toll, ich kann mich einfach an der Kette entlang hochbauen. Ja, moin. Ja, moin. Warte. Oh mein Gott, aber die Kette sieht halt anders geil aus. Damit könnte man auch so... Warte mal. Ich mach jetzt mal was. Was sehr lustig aussehen wird. Vielleicht kann sich jemand schon denken, was ich jetzt machen will. Hä, gibt's Neues? Nee, es gibt halt... Nee, Spawnings gibt's hier nicht neu. Ich möchte mir jetzt meinen Skelettschädel nehmen. So. Den jetzt hier unten dran packen. Sekunde mal. Da unten. Seht ihr? Und jetzt sieht das so ein bisschen aus, als würde hier so ein Toter dran hängen. Oh, gar. Aber dann haben wir, würde ich sagen... Ja, das Blaufeuer, das will ich im Nether ausprobieren, wirklich. Seelenanker kann ich mir jetzt nochmal angucken. Der Seelenanker... Was ist das? Was ist das? Leute, damit kann man so kranke Sachen bauen. Das besteht safe. Safe aus meinem Dim Obsidian. Oh mein Gott, Junge, dieses Update, Alter. Tschüss. So, jetzt nehme ich mir Obsidian. Wartet mal. Ich muss gleich mal was ausprobieren. Ich nehme jetzt mal beides mit. Sekunde mal. Feuerzeug. So. Feuer ist, glaube ich, alles beim Alten geblieben. Da kommt jetzt kein blaues Feuer raus. Ja, genau. Ich will jetzt mal was ausprobieren. Und zwar höre ich jetzt mal hier ein Portal. Aus normalem Obsidian. Und dann baue ich gleich mal ein Portal aus weinendem Obsidian. Vielleicht kommen wir dann in eine andere Welt. Das wäre heftig, wenn das jetzt real wäre. Glaube ich zwar nicht, aber könnte ja sein. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. So. Kommt hier wieder sowas hin. Und so. Alles klar. Okay, nee, das klappt nicht, aber auf jeden Fall das hier. 3 zu 1. Reingehen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Okay, wir kommen raus. Alles ist wie beim alten. Oh Gott, neue Zäune. Es gibt eine neue Rüstung. Netherstiefel. Direkt anziehen. Aber direkt. Nether. Oh mein Gott, die hat so eine krasse. Es gibt ein neues Schwert. Junge, ich warte da so lange drauf. Aufgabe Leben, bedeck dich mit. Hört ihr die? Habt ihr die Sounds gehört? Es gibt neue Sounds. Diese Rüstung. Warte mal. Ich guck mich jetzt um. Es gibt neue Monster. Glaube ich. Warte. Ja. Was ist das? Wer bist du und was bist du? Kann ich dich schlagen? Wer bist du? Ich glaube, das ist eine abgewandelte Form vom Schweinezombie. Was ist das hier? Was ist das? Thumbnail ist da. Lol. Ja, moin. Ja, moin. Oh Gott. Hallo. So, Leute. Alter Junge, dieses... Das ist ja so heftig. Es gibt sogar neue Monster, es gibt neue Schwerter, es gibt alles neu. Ich will mir jetzt die Rüstung mal anziehen. So, jetzt die Harnisch. Hier das noch. Oh mein Gott, sieht das heftig aus. Ja, moin. Jetzt das Schwert. Netherit-Schwert. 8 Angriffsschaden, das ist ja so heftig, dieses Teil. Oh mein Gott, Alter. Warte mal, ich muss das nochmal holen. Nether.
Es gibt einfach eine ganze Riege davon. Ja, moin. Es gibt so viele neue Sachen. Es gibt einfach das noch. Netherite-Platten. Es gibt Netherite-Button. Baren. Weil wahrscheinlich macht man daraus dann diese Dinger. Wahrscheinlich holt man das meiste hiervon aus dem Nether. Ja, hier ist der neue Block. Was ist das, Junge? Was ist das? Nether-Golderz. Es gibt ein Nether-Golderz. Ihr wollt mich doch alle verkackern. Wartet mal, Sekunde mal. Klick. Spitzhacke. Wir nehmen jetzt einfach mal die neue Spitzhacke und gucken mal, wie die so abgeht. Ich hoffe, diese komischen Leute killen mich nicht, weil guck mal, die sehen nicht gerade freundlich aus. Bitte jetzt nicht killen. Ich bin euer Freund. Okay. Okay, wir sind cool miteinander, oder? Wir sind cool miteinander. Guckt euch die an, die sehen so scary aus. Die sehen so scary aus. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Wahrscheinlich. No way. No way. Ich muss in den anderen Game Mode. Ich muss in den anderen Game Mode. Seht ihr das links? Flash Game Mode. Creative. Oh mein Gott, niemals. Niemals. Das ist da niemals dumm, Leute. Das wird mein Thumbnail. Das wird mein Thumbnail. So, einmal eben gerade ein Thumbnail gemacht. Wer kennt's nicht? Leute, das hat keiner gesehen. Leute, guckt euch diese kranke Kacke an. Einfach, wenn du reingehst, wird alles um dich rum blau. Das ist ein Seelen. Was ist das? Ist das Seelenerde? Nein! Ich glaube, sie haben alles dran gesetzt, dass das hier so eine Art Seelen-Update wird. Basalt. Ja, moin, Alter, was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Es gibt einfach ein komplett neues. Seht ihr das? Seht ihr das? Wo kommt das her? Was ist das? Hier. Oder wo bin ich hier? Das ist eine reine Schatzgrube. Wenn man das noch in 1.15 gefunden hätte, man hätte sich gedacht, schnell bei Mojang mal anrufen, schnell mal Mojang eine E-Mail schicken. Wahrscheinlich anrufen. Schnell mal Mojang eine E-Mail schicken, ich habe einen Bug rausgefunden. Jetzt denkt man sich, heftige. Also, was? Wie viel Arbeit muss hier drin stecken? Wie? Nicht im Ernst. Ist jetzt nicht euer Ernst. Ist das ein Warzenschwein? Was ist das? Jo, ich finde diese Typen so scary, ne? Und diese Das sieht aus wie ein Warzenschwein. Wir einigen uns auf Warzen. Ich gucke jetzt noch, was es ist. Wenn es ein Warzenschwein gibt. Warzen. Nee, es gibt kein Warzenschwein. Warte mal, dann gucke ich mal, ob ich jetzt die neuen Spawn-Eggs finde. Und dann kann ich ja mal gucken, was ist. Lohe, Katze, Höhlenspinne, Kabeljau, Kuh. Warte, wir können jetzt mal gucken, was ist eine neue Farbe. Das hier, safe. Hoglin, ja, Hoglin. Hoglin ist neu. Gucke ich nochmal nach einer neuen Farbe. So, nee, die sind alle nicht neu. Warte, was ist das? Schreiter. Spawn Eye, das ist auch neu. Das hier. Zoglin ist auch neu. Jo, was denken sie sich hier für Namen aus, Alter? Ja, Mann, warte, die drei habe ich jetzt mal gefunden. Die sind auf jeden Fall neu. Hoglin? Das ist ein Hoglin! Ich habe ein Baby Hoglin! Hallo, Hoglin. Hallo. Ist ein Hoglin? Ja, moin, das ist ein Zoglin. Das war Zoglin. Warte, was passiert, wenn ich dich jetzt neben den Zoglin stelle? Ja, moin, die lassen sich einen Fight. Die lassen sich einen Fight. Oh mein Gott. Tschüss. Zoglin hat gewonnen. Zoglin? Hier ist das ein Hoglin? Warte, nee, das ist ein Basalt, oder? Ist es ein Basalt? Hoglin? Zoglin? Nee, ach so, Basalt war der ja auch Schreiter. Das ist ein Junge, ein Schreiter sieht so scary aus. Leute, ein Schreiter sieht so scary aus. Was ist das für ein Viech? Was ist das hier? Was bist du oder was willst du von mir?
hast einen Kopf oben. Einen Kopf unten. Leute, wir gehen jetzt einmal, weil das Video eh gleich zu Ende ist, weil ich glaube, wir haben jetzt schon hier ziemlich vieles entdeckt. Jetzt können wir jetzt mal bei Essen und sowas gucken. Nee, hier hat sich jetzt nichts geändert vom neuen Update her. So, hier jetzt auch nichts. Keine neuen, also bis auf die Schwerter keine neuen Waffen. Gibt es irgendwelche neuen Tränke oder so? Nee, nicht, dass ich das jetzt erkennen kann. Alter, was passiert da? Wo ist mein... Was macht das für Geräusche, Junge? Das sind voll die komischen Geräusche, Alter. Hilfe. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt mal in den Game Mode Survival und versuche mich hier durchzuschlagen mit meinem Schwert. Dieser Game Mode Survival. Okay, go. Wir sind im Survival. Oh mein Gott, der rennt direkt auf mich los. Der rennt direkt auf mich los. Hier, komm. Könnt ihr das? Könnt ihr das, wie ich? Könnt ihr das, wie ich? Nein, ey, komm schon. Alter Junge. Okay, okay, weg, weg. Okay, okay. Nein, ich will einfach nur hier hoch. Lass mich hier hoch. Ich will hier hoch. Ich will hier hoch. Ich hab voll Schiss. Ich hab so Schiss. Leute, ich hab so Schiss. Ich hab so Schiss. Die dürfen mich nicht finden, Alter. Wenn die mich jetzt hier einmal finden, ne? Ich bin sowas von weggefetzt. Junge, diese Teile sind ja so mächtig. So monströs sind die. Alter, was sind das? Für Teile. Jetzt kriege ich einfach eine Nachricht, Junge. Ich entdecke gerade das neue Nether-Update und ich kriege noch was App-Nachricht. Ist das euer Ernst? Was ist das? Das ist nicht mehr normal, Alter. Nein, knock mich nicht aus. Knock mich nicht aus. Junge, ich schlag dich tot. Ich schlag dich tot. Ich schlag dich tot. Ich sag's dir. Du bist down. Du bist down. Sie rennen weg vor allem, wenn man sie schlägt. Warte, ist das Teil da oben lieb? Ah, ich schlag dich. Ich schlag dich. Jetzt renn weg von mir. Renn weg von mir. Oh, das hat mich gleich. Das hat mich gleich. Das hat mich gleich. Bist du jetzt lieb? Oh, das Teil ist lieb. Hallo, kleiner Mann. Ich muss dich einmal killen. Wissenschaftliches Experiment. Hashtag nicht. Die machen so ein scary Geräusch, Alter. Alter, was ist das hier? Für ein monströses, übermonströses Gefecht, Alter. Ja, moin. Alter. Gib wieder eine Game Mode Creative. Creative. So, habe ich noch alle meine Sachen hier aus dem Inventar. Nee, ich will jetzt noch einmal Fackel. Genau. Da gibt es nämlich das neue. Die Seelenfackel gibt es hier. Und noch das Feuer. Das Lagerfeuer. Genau. Seelenlagerfeuer. Jetzt gehe ich wieder in den Slash Game Mode Survival. So, Leute. Jetzt probiere ich das mal aus, ob ich hierdurch Schaden bekomme. Okay, ich bekomme Schaden. Na gut. Na gut. Warte. T/ give my master YouTube. Seelen. Seelen, 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 Seelen. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, wie man Seele schreibt. Ja. Okay, egal. / Game Mode. Creative. Junge, der Nether ist einfach so heftig geworden. Der Nether ist so heftig geworden. Fackel. Ja, jetzt guckt euch das mal an. Einfach eine Blaufackel. Warte, wir müssen jetzt mal ganz tief in die Erde rein. So ganz tief in die Erde. So, sind wir einfach hier so ein. Ja, moin, es beleuchtet einfach genauso wie eine normale Fackel. Ich weiß nicht, ob es jetzt heller beleuchtet oder weniger hell. Ja, eigentlich beleuchtet es genauso hell.
eigentlich genauso hell, also es geht eigentlich. Alter, oh mein Gott, was ist das, Junge? Oh mein Gott. Was ist das? Leute, ich habe keinen blassen Schimmer, was die sich da bei Minecraft gedacht haben. Aber ich glaube, das war jetzt eine ganz coole Sache. Also ich finde es mega cool. Wenn ihr es genauso cool findet wie ich, lasst doch gerne mal ein Abo und ein Like da. Ich streame jetzt auch gleich, also wenn das Video online kommt, so streame ich da noch gleich. Also Leute, würde ich sagen, war es das jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal ein Like da. Checkt gerne mal die 1.16 aus, wenn ihr auf der auf dem PC spielt, Java Edition, einfach neueste Full-Version 1.16, also neueste Full-Version einfach einstellen. Dann werdet ihr weitergeleitet an die 1.16 und könnt selber dieses Game hier spielen. Das ist kein Mod oder so, das hat Mojang wirklich heute frisch rausgebracht. Ich glaube, so gegen 0 Uhr. Ich weiß jetzt nicht genau, wann sie es rausgebracht haben, aber ich habe es auf jeden Fall heute Morgen entdeckt. Und deswegen checkt das auf jeden Fall gerne mal ab. Und wir sagen, sehen wir uns beim Stream gleich wieder. Bis dann, euer Meister MM. Ciao, ciao.